overthrown von Rasulullah. Du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abu Abdullah verbrennt unsere Sünden wie Feuer, wie das Feuer. Es beruht auf einer Aussage von Imam Baqir salawatullahi alayh, und diese Latmiya ist gewidmet für Imam Baqir salawatullahi alayh und für seinen Großvater Abu Abdullah al-Hussein. O Sohn von Rasulullah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abu Abdullah verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O Sohn von Rasulullah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abu Abdullah verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O Sohn von Rasulullah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abu Abdullah verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O Sohn von Rasulullah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abu Abdullah verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O Sohn von Rasulullah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abu Abdullah verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. Du sagtest, dass meine Schia, welche gewinnt meinen Großvater, ist besser als Gold und Silber im Gedenken an Abu Abdullah. Umso mehr sie geprüft werden und leiden, umso mehr werden sie ihr Leuchten zeigen. O Sohn von Rasulallah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abu Abdullah verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O Sohn von Rasulallah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abu Abdullah verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O mein Meister, aus Neid und Hass hat man dich heimtückisch umgebracht. Was haben die Feinde Gottes nur verbrochen? Was haben die Feinde Gottes nur verbrochen? Mit alten Nadeln haben sie dich durchstochen, auf dein Sattel wurden sie versteckt. Heimtückisch mit Gift waren sie durchtränkt, und das Gift erreichte deine Venen und nahm dir so schmerzvoll dein Leben, dass sich so qualvoll vergiftete und dich so zu Rasulullah zurückschickte. O Sohn von Rasulullah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abu Abdullah verbrennt unsere Sünde wie das Feuer. O Sohn von Rasulullah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abu Abdullah verbrennt unsere Sünde wie das Feuer. Im Moment deines Ablebens hast du deinen Sohn dein Testament übergeben, und genau wie dein Vater
Wiederholtest du die Worte von Rasulullah, verbreite das Wissen unter den Muslim, denn so wird dieses Wissen niemals untergehen. O Sohn von Rasulullah, du hast uns einen Ratschlag, eine Träne für Abba Abdullah, verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O Sohn von Rasulullah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abba Abdullah, verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O mein Sohn, begrabe mich in mein Umhang, mit dem ich immer im Gebet da stand. Denn es wird für mich für schwach gehalten, wenn ich allein stehe vom Allermächtigen. Denn außer den guten Taten wirst du vom Yawm al-Qiyama niemand haben. Denn außer den guten Taten wirst du Yawm al-Qiyama niemand haben. O Sohn Rasulallah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abba Abdullah, verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O Sohn Rasulallah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abba Abdullah, verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O mein Meister, kein Umhang und kein Kafan war da, von Hussein am Tage von Ashura. O mein Meister, kein Umhang, kein Kafan war da, von Hussein am Tage von Ashura. Es verhüllte diesen heiligen Körper, sein Haupt getrennt vom Kopf am Boden von Kerbala. Es verhüllte diesen heiligen Körper, sein Haupt getrennt vom Kopf am Boden von Kerbala. O Sohn von Rasulallah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abba Abdullah, verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O Sohn von Rasulallah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abba Abdullah, verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O mein Sohn, sag es zu meiner Schia, sie sollen sich versammeln für mein Großvater. Da lag in der Wüste von Kerbala und der Herr wurde von den Märtyrern. O mein Sohn, sag es zu meiner Schia, sie sollen sich versammeln für mein Großvater. Da lag in der Wüste von Kerbala und der Herr wurde von dem Märtyrer. O Sohn von Rasulallah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Abba Abdullah, verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O Sohn von eine Träne für Abba Abdullah, verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. Erwähnen sollen sie die Tragödie, dass sie Platz findet in ihren Sitzungen. Das Gedenken soll niemals verschwinden, Erwähnung in allen Büchern finden. Erwähnen sollen sie die Tragödie, dass sie Platz findet in ihren Sitzungen. Das Gedenken soll niemand verschwinden und Erwähnung in allen Büchern finden. O Sohn!
Du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Aba Abdillah. Verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O Sohn von Rasulallah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Aba Abdillah. Verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O mein Sohn, sag es zu meiner Schia, sie sollen sich versammeln für mein Großvater, der da lag in der Wüste von Karbala. Und der Herr wurde von dem Märtyrer. O mein Sohn, sag es zu meiner Schia, sie sollen sich versammeln für mein Großvater, der da lag in der Wüste von Karbala. Und der Herr wurde von dem Märtyrer. O Sohn von Rasulallah, du gabst uns einen Ratschlag, eine Träne für Aba Abdillah. Verbrennt unsere Sünden wie das Feuer. O mein Meister, kein Umhang und kein Kafan war da für Hussein am Tage von Ashura. O mein Meister, kein Umhang, kein Kafan war da für Hussein am Tage von Ashura. Nichts verhüllte diesen heiligen Körper, sein Leib getrennt vom Kopf am Boden von Karbala. O Sohn, Allah, Muhammad, Ali und Fatima, Hassan Hussein.
ihm zu zeigen, alle der Souverän, das ist dein Nachfolger, Fatima, die Blüte des Propheten Augenlicht, Hassan und Hussein, die Christen im Paradies, und die neuen Nachfolger, das sind unsere Führer, und die neuen Nachfolger, das sind unsere Führer, Muhammad, Ali und Fatima, Hassan Hussein. Allah, es gibt keinen Gott außer dem Einzigen. Mohammed gesandt, uns den Weg zu zeigen. Ali, der Souverän, das ist sein Nachfolger. Fatima, die Blüte des Propheten Augenlicht. Hassan, Hussein, die Jungfürsten im Paradies. Und die neuen Nachfolger, das sind unsere Führer. Und die neuen Nachfolger, das sind unsere Führer. Allah, Ali und Fatima, Hassan Hussein, Allah, Muhammad. Ali und Fatima, Hassan Hussein, Allah, Muhammad. Ali und Fatima, Hassan Hussein, Muhammad. Ali und, Ali und. Sieben Mal, es geht nicht, Abbas, sieben Mal, es geht nicht, Abbas.
versammelt im Gedenken an Imam al-Baqir, salawatullahi alayhi. Wir bitten dich beim Recht von Imam Baqir, salawatullahi alayhi, dass du unseren Meister und unseren Führer, Sahib al-Azri wa al-Zaman, möglichst schnell erscheinen lässt, dass er uns erlöst von all dem Leid, was in der Welt verbreitet ist. Allahumma kun li waliyyik al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala alihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'aynan حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها ضئيلا رحمتك يا أرحم الراحمين ورب صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين